Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Wenn ihr euch vielleicht neue Spiele oder eine PSN-Karte kaufen wollt, für weniger als das, was ihr eigentlich wert ist, ist Ineba.com die perfekte Homepage für euch. Ihr bekommt zum Beispiel 20 Euro PSN-Karten, die in Deutschland ganz normal funktionieren, für unter 16 Euro. Ihr braucht im Prinzip nur den Code Chappy eingeben, bekommt 3% Rabatt und noch 1 Euro Guthaben bei der ersten Bestellung. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit 50 Euro PSN-Karten machen, die kosten euch gleich 10 Euro weniger. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben wieder ein Mega-Gameplay und wir werden heute durch das Gameplay ein bisschen durchgehen, damit ihr vielleicht ein bisschen den Gedankengang versteht, damit ihr wisst, warum ich wohin laufe, was ich mache. Und das Hauptthema des Ganzen ist die KN44 oder KN57, ich glaube so heißt sie hier. KN57 heißt sie. Sie ist zum mittlerweile dritten Mal gebufft worden. Das hat einen einfachen Grund, den werde ich euch heute auch erzählen. Und ich schwöre es euch, die KN ist mittlerweile die beste Waffe im Game. Mit Abstand die beste Waffe, das hat man wirklich noch nicht gesehen, wie diese Waffe mittlerweile meldet. Es ist heftig. Die Melox hat keine Chance mehr. Die Rampart hat zwar eine höhere Time to Kill, aber nur mit Doppelgroßkaliber. Ihr habt keinen Schaft auf der Rampart. Ihr habt kein erweitertes Magazin, ihr habt kein Schnellfeuer, dafür habt ihr zwar doppelt Großkaliber, aber es macht wirklich, die KN ist einfach die beste Waffe. Wir haben zu zweit gespielt gegen eine 4-Mann-Party, gegen 4 Deutsche und es war das absolute Geschwitze. Und die KN wurde wieder gebufft, wir haben wieder eine höhere ADS-Speed, das heißt, ihr könnt mit Schaft schneller euch bewegen, ihr könnt mit der ADS-Speed jetzt bei Schnellziehen und ohne Schnellziehen schneller im Scope sein. Die 4-Shot-Range wurde letzte Woche erst verbessert, also die Waffe ist absolut brutal mittlerweile. Und was ihr hier seht, ist eine Nuke auf Slums. Ich glaube, die beste Map, die wir im Spiel haben, ist eins der Remakes von den alten Maps, macht aber in dem Fall nichts, weil Slums, glaube ich, damals bei Black Ops 2 schon eine großartige CWL-Map war, eine großartige Pub-Map. Wirklich, es macht Spaß, hier drauf zu spielen. Ihr seht, wir spielen zu zweit nur mit Drohne und Konterdrohne. Ihr wisst, wenn es gegen wirklich schwierige Lobbys ist, dann ist Battery immer dabei, wenn man nicht auf Streak spielt. Ansonsten wisst ihr das, nehmt den Kampfheli mit, das Einsatzteam und Crash dazu. Wir spielen Stimshot. Ihr seht am Ende des Videos wie immer das Klassensetup, wie ich die KN gespielt habe. Und wenn ihr euch das hier anguckt, ihr könnt den Game Sound im Prinzip oder den Party Sound von Luki und mir nicht hören, aber wir haben hier wirklich zu zweit komplett rasiert. Das war der absolute Wahnsinn. Und damit ihr ein bisschen versteht, was wir hier gemacht haben. Ihr seht, das ist der neue Modus Deathmatch Herrschaft und in jedem Herrschaftsmodus oder in jeder Map, wo Herrschaft als Thema ist, geht es um Folgendes. Ihr wollt Kontrolle über die B-Flagge haben. Da geht es nicht darum, dass ihr dadurch mehr Punkte macht, sondern ihr habt den Spawn auf eurer Seite. Ihr könnt up-aimen, ihr könnt euch die richtigen Ecken nehmen, ihr könnt die Gunfights genau dort führen, wo ihr sie führen wollt. Hier habt ihr viel mehr Möglichkeiten, in Deckung zu schießen, als wenn ihr versuchen müsstet, auf B zu pushen. Und ihr seht, einer von uns ist immer in der Mitte, einer ist immer links, rechts ist immer ein Blick drauf. Jetzt könnt ihr auf die Karte gucken. Ihr seht, links hinter mir kann niemand kommen, weil ein Teammate da hinguckt. Rechts hinter mir kann keiner kommen, weil ein Teammate da ist. Jetzt seht ihr, hier ist ein bisschen Platz, hier ist ein bisschen Action. Ich gehe also rüber. Ich hole mir den Kill, ist ein bisschen knapp und lauf aber wieder rüber. Das ist im Prinzip so das Wichtigste, was wir bei dem Ganzen hier haben. Immer gucken, dass ihr alles abdeckt dabei. Nehmt euch, ich habe leider keine Muni mehr in der KN gehabt, deswegen muss ich ein bisschen auf die Saug switchen zwischendurch. Und dann seht ihr Drohne, Konterdrohne, ihr wisst die ganze Zeit, wo die Gegner sind, ihr wisst, wo sie langlaufen. Black Ops 4 spielen ist wirklich wie Malen nach Zahlen. Es ist super einfach, es ist nicht kompliziert. Es ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, wenn irgendwelche Gegner wieder einen Hund haben oder eine Stolpermine. Das sind Sachen, irgendwann lernt ihr damit umzugehen. Wenn ein Hund kommt zum Beispiel, habt ihr zwei Optionen. Ihr schießt drauf, er hat 500 Leben. Das heißt, wenn ihr gut zielt oder euer Magazin voll ist, könnt ihr ihn töten, bevor er bei euch ist. Und die andere Option ist, ihr lauft um euer Leben und lauft, es tut mir leid für alle Teammates, in die Teammates rein, damit die vor euch bleiben, damit der Hund die frisst und nicht euch. Das sind die Optionen, die ihr im Prinzip habt. Das hier aber auf jeden Fall, ihr seht die KN, wie sie
definitiv auf kurze Range absolut melted, auf mittlere Range absolut melted. Es ist mittlerweile die beste Waffe. Was ihr nicht machen wollt, ist auf Entfernung irgendjemanden, ich sag mal, challengen, weil das wirklich gefährlich ist. Auf Entfernung kann das immer relativ knapp werden. Hier seht ihr, ich guck, dass wir hinter uns, die, ich sag mal, durchgebrochen sind, wieder wegbekommen, dass der Spawn wieder frei ist. Dann aim ich ein bisschen ab, es geht wieder ins Getümmel nach vorne. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr A, immer in Bewegung bleibt, dass ihr B, solche Sachen da gar nicht erst versucht. Wenn da jemand mit der Sniper steht, brauche ich nicht versuchen, den herauszufordern. Der schlägt mich jedes Mal, gerade in der Zeit, wo wir eine SDM haben, wo wir andere Sachen haben, die wirklich auf Entfernung so schnell killen, ohne dass ihr was dagegen machen könnt, lasst es dann lieber sein. Das auf jeden Fall, ihr seht es, es läuft einfach, es ist flüssig, es ist schnell, es ist absolut krass. Es war ein richtig geiles Gameplay, wir haben um unser Leben gespielt im Prinzip. Da blinkt dann auch schon die nächste Medaille auf. Also ihr seht, es läuft einfach, es läuft, man macht die Punkte, man spielt zusammen. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr riesige Probleme habt, wenn ihr vielleicht alleine sonst spielt und da kriegt ihr nichts auf die Reihe und nichts gebacken und ihr habt die Tipps schon beherzigt und eure Empfindlichkeit und den richtigen Controller und den richtigen Modus. Sucht euch einen Freund, sucht euch zwei Freunde, meinetwegen auch drei Freunde und spielt mit denen zusammen. Spielt mit Drohne, dass ihr wisst, wo die Gegner sind. Spielt mit Konterdrohne, dass die nicht wissen, wo ihr seid. Nutzt aus, was ihr habt, spielt zusammen, es ist ein Team-Game. Natürlich, ich spiele auch sehr, sehr oft alleine und reiße dann Gameplays oder sonst was, aber nicht jeder hat dasselbe Niveau. Und wenn ihr guckt, unsere Teammates sind absolut wack, also wirklich absolut wack. Es ist im Prinzip ein Kampf 2 gegen 5 und dann müsst ihr genau gucken, was ihr macht. Wollt ihr solche Maps oder solche, ich sag mal, Lobbys überhaupt spielen? Wenn ihr keine Lust darauf habt, dann könnt ihr auch einfach rausgehen, das ist keine Schande. Dann sucht euch eine neue Runde, spielt was anderes, spielt einen anderen Modus, macht notfalls kurz Pause. Vieles bei COD ist einfach Gedanken, wirklich Gedankengang, kann ich es schaffen, bin ich gut genug? Wenn ihr nicht an euch selber glaubt, dann wird das weder im realen Leben noch in dem Spiel funktionieren, dass ihr, ich sag mal, besser werdet oder einfach irgendwo Erfolg haben werdet. Weil immer wenn ihr euch selber einredet, ihr seid schlecht oder andere reden euch ein, dass ihr schlecht seid, habt ihr das Problem, dass ihr es irgendwann glaubt. Und wenn ihr es irgendwann glaubt, habt ihr das Problem, dass ihr dabei keinen Erfolg haben werdet. Und ihr seht, ich bin kurz vor der Nuke, ich weiß, dass die Runde sehr schwitzig ist, ich mache also eins, ich spiele jetzt etwas vorsichtiger kurz. Es macht keinen Sinn, wenn ich so kurz vor meiner Medaille bin, in so einer Lobby, geradeaus schräg in die Gegner zu rennen, nur um mich dann zu ärgern, dass ich gestorben bin. Jeder einzelne Kill, den ich bekomme, ist einer, den ich weniger brauche, um das Ziel von dem, was ich jetzt habe, zu erreichen. Und jetzt seht ihr, auf der Karte, es waren 3 rote Punkte, einer folgt mir, er kommt auch, er versucht es, die wussten natürlich, dass ich auf Streak bin und die Leute geiern nach euch. Und wenn ihr seht auf der Karte 3, 4 Gegner, die direkt vor euch kommen, habt ihr im Prinzip eine Möglichkeit und zwar rennen. Die Time to Kill, das heißt die Zeit, wie lange es dauert, um jemanden hier zu töten, ist viel zu hoch, als dass ihr die Möglichkeit habt, 4 gleichzeitig wegzunehmen, ohne dabei zu sterben, selbst wenn die Gegner schlecht sind. Das ist einfach so, weil ihr zu lange braucht, um einen Gegner zu töten und selbst wenn ihr 2 schafft, der dritte wird schon fast unmöglich und der vierte ist unmöglich. Geht in Deckung, wenn es sein muss, jetzt seht ihr, es ist nur noch ein Team mit in der Mitte, da brauche ich nicht versuchen, von der Mitte aus da irgendwie noch mit reinzulaufen, weil das absolut lebensgefährlich ist und volles Risiko ist. Und das, weil der Vorteil, den ich wirklich habe, ich habe ein Teammate dabei, der gut ist, das ist Luki, das heißt, ich kann mich darauf verlassen, ich kriege Callouts für das Ganze, was natürlich auch hilfreich ist, wenn ihr mit einem Teammate spielt. Ich weiß, wo die Leute kommen. Ob ich ein Radar habe oder nicht, ist dafür völlig egal. Ob ich eine Drohne habe, ist völlig egal. Ich kenne die Spawns, ich habe diese Map schon oft gespielt. Ich weiß, wie sich die Gegner irgendwann verhalten. Das ist auch immer etwas. Ihr müsst manchmal ein paar Sekunden in der Runde spielen, um zu gucken, wie ein Gegner spielt, weil ihr nur so herausfindet, wie sie sich verhalten. Laufen sie immer außen, laufen sie immer in der Mitte? Was für Waffen haben die dabei? Was für Spezialisten? Ihr werdet das auch öfter sehen in Gameplays, da ist die Nuke übrigens, auch zukünftig. Ich gucke mir des Öfteren im Scoreboard an, wie jemand steht. Das ist nicht, weil es für mich von Belang ist, ob er 10 oder 30 Kills hat, sondern je mehr Kills er hat, umso eher kann ich abwägen, ob jemand, der mir gefährlich werden könnte, einen Spezialisten hat, der mir gefährlich wird. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass ein Nomad im Gegnerteam bei 15 Kills ist und ich habe noch keinen Hund gesehen, weiß ich, dass der jede Sekunde kommen kann.
Wenn ich den also vor mir sehe, weiß ich, entweder sofort töten oder sofort abhauen. Das sind so ein, zwei Sachen so von dem Inneren, von wenn man zockt. Vielleicht hilft euch das, euer Gameplay zu verbessern. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, den ihr bei mir noch nie gesehen oder gehört habt, schreibt den mal in die Kommentare. Ich würde mal gerne gucken, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, die ich noch nie gehört habe, an die ich vielleicht selbst noch gar nicht gedacht habe. Schreibt es mal unten rein, mich würde es wirklich interessieren. Und weil die 30er-Streak hier noch nicht gereicht hat, lasse ich das so jetzt nochmal nämlich mitlaufen, so dass ihr seht, was nach der 30er-Streak passiert ist. Es ist nämlich noch nicht vorbei, dieses Gameplay. Ihr seht, blutrünstig und es geht einfach weiter. Es war absolut krasse Runde. Ihr seht auch noch ein Weltrekord-Gameplay übermorgen. Ihr seht auch noch die Controller-Verlosung. Es kommt noch einiges, Jungs. Ich habe noch einiges vor mit euch. Natürlich hier mit der Battery. Jetzt seht ihr, wir waren eben gerade bei 5. Jetzt sind wir gleich wieder bei 10. Wir holen hier alles und jeden aus jeder Ecke. Da ist schon wieder gnadenlos. Es ist wirklich mal nach Zahlen. Ihr müsst ein bisschen predikten, wo kommen die Gegner her, was machen sie. Und wenn ihr dann wirklich einen guten Tag habt und wenn ihr ein gutes Aim habt, dann habt ihr die besten Möglichkeiten in diesem Spiel Spaß zu haben, erfolgreich zu sein. Das ist im Prinzip das Hauptziel. In allererster Linie Spaß haben und Spaß hat man oftmals, wenn man erfolgreich ist. Skrupellos, ihr seht, es geht absolut einfach, absolut schnell, absolut krass. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so an Tipps habt, die ich vielleicht noch nicht genannt habt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Selbst wenn ihr nicht neu auf dem Kanal seid, ihr kriegt vielleicht die Empfehlung von den Videos seit vielen Wochen und ihr mögt den Content, lasst einfach ein Abo da, ist kostenfrei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr so nett seid. Ansonsten viel Spaß, ich wünsche euch einen schönen Abend, haut rein.